Auf einem Höhenzug des Hunsrücks zwischen Kirchberg und Gemünden liegt die Gemeinde Dickenschied. In dem ca. 600 Einwohner zählenden Ort gibt es vorwiegend mittlere und kleine bäuerliche Betriebe. Bis in die 50er Jahre hinein wurde hier Flachs angebaut und verarbeitet. Die während der Wintermonate hergestellten Garnstränge und Leinentücher behandelte man im Sommer mit einer Lauge aus Holzasche. Dieser Vorgang wird als Bauchen bezeichnet. Nach dem Bauchen legte man das Leinen zum Bleichen auf einer Wiese aus. Die Filmdokumentation versucht, dieses aufwendige Verfahren in etwa so darzustellen, wie es zwischen den beiden Weltkriegen in Dickenschied üblich war. Einige Ortsbewohner, die damit noch vertraut sind, zeigen hier die verschiedenen Arbeitsgänge. Sie werden es nicht mehr preschen, da haben wir so frisch geschossen. Oh, ich habe schon noch Hunger wie Bär. Das ist noch lang bis Mittag. Oh je, so lange kann ich nicht warten. Die aufgerollten Leinwandbahnen und das zu strengen gedrehte Garn sind zum Bauchen bereitgelegt. In der sogenannten Bauchbiet wird die Lauge angesetzt. Die hölzerne Bütte steht auf dem dreibeinigen Bauchstuhl und hat ein Fassungsvermögen von ca. 200 Litern. Das ist aber so wenig. Ich denke, aber komisch. Nein, das reicht nicht. Wir müssen noch klingeln schon. Frau Kloß und Frau Gumm, die früher selbst noch gebaucht und gebleicht haben, sind hier damit beschäftigt, Garnschlaufen an die Kanten der Stoffbahnen zu nähen. Ach ja, machen wir noch. Na ja, da müssen wir noch gar ein bisschen an. Ellen, ja? Ich hätte so Durst. Lass mal keine Krabbis Äpfel holen gehen. Gell? Durch diese Schlaufen werden die Bahnen später auf der Bleichwiese mit Hilfe von kleinen Holzstöckchen, den sogenannten Pälscher, festgepflockt. So. Schwer noch einmal. So, das ist fertig. Wenn Wäre so bleibt, dann mehr mit Nachmittag rum. Ich bin am Wall. Ja, ja. Wenn die Sonne scheint, dann kann man ja. Ja, ja, dann. Man will ja gut hinkriegen. Ob wir schon gut gehen, gell? Die Schlaufen bestehen meistens aus Flachsgarn, manchmal auch aus Kordel. So, oh, das war aber nicht gerade. Dann mach ich noch einmal. War nicht gut gegangen. Dann mach ich noch einmal. So, jetzt ist es. Die unbehandelten grauen Tuchbahnen sind zwischen 40 und 80 Meter lang. Die kurzen Stücke haben nur eine Länge von etwa 7 bis 10 Metern. Aus dem nahegelegenen Brunnen schöpfen die beiden Männer unterdessen das Wasser, mit dem die Bauchbütte gefüllt wird. Für die Filmaufnahmen helfen die Männer beim Bauchen und Bleichen mit. Normalerweise waren diese Tätigkeiten reine Frauenarbeit. Das hier benutzte Tragejoch wurde noch bis in die 50er Jahre hinein verwendet, unter anderem zum Transport von Viehfutter. Die Bütte wird so weit gefüllt, dass das Wasser nicht überläuft, wenn die Tuchbahnen hineingelegt sind.
dann wächst auch Kind am Strom. Nachdem die Frauen alle Leinenbahnen mit Schlaufen versehen haben, falten sie sie der Breite nach in der Mitte zusammen und legen sie auf den Boden. Die Stoffbahnen müssen locker aufgerollt werden, damit das Wasser gleichmäßig in das Gewebe eindringen kann. So, aber rollen. Ja? Kannst du schon gut picken? Oh ja. Das nächste Mal Bandscheibe. Ich schaue nicht so viel Fett auf der Rippe. Ich kann mich gut picken. Nichts an der Bandscheibe? Nichts? Ja, dann rollen. Alles in Ordnung. Dann ist aber ganz genau. Ja, muss ich ja. So, dann werde ich jetzt mal das Tuch rein tun. Ja, das ist ein bisschen klein, Ida. Langen wir mal einen anderen. Ja, gut. Nun legen die Frauen die gerollten Tücher zum Einweichen in die Bütte. So. So, das Plastik. Ja. Und dann nur. Zum Schluss kommen die kleineren Tuchbahnen, eine Gardine und auch die Garnstränge dazu. Na, dann gib mal her. Ist gut, wenn man so klein ist. Ja. So, was sind sie alle jetzt? Ja. Schicken wir da einen noch dahin. Hier noch einer hin. So, das ist aber gut so. Erstmal auch. Wir gehen noch vor Wochen, gell? Guck mal, ob Wasser her ist. Während die Stoffballen und das Garn in der Bauchbütte einweichen, bringen die beiden Frauen in der Waschküche Wasser zum Kochen. Die Holzasche steht zum Bauchen bereit. Jo, Wasser ist gut, aber ich will nicht draußen weitermachen, die Beet. Gehen wir schon weiter Wasser ablassen? Ja. Kannst du machen. Sobald das Wasser heiß genug ist, wird es in Eimer umgeschüttet und zur Bütte gebracht. In der Zwischenzeit lässt Frau Kloß das kalte Wasser aus der Bütte ablaufen. Die Tuchbahnen und Garnstränge sind nun gut durchtränkt. Jetzt kann die zum Bauchen nötige Lauge angesetzt werden. Ist das Wasser völlig abgelaufen, wird der Zapfen wieder ins Spundloch geschlagen und das sogenannte Äschtuch, ein Tuch aus grob gewebtem Leinen, über die Bütte gebreitet. Hierauf kommt eine dicke Lage Haferstroh. Das kann der Bergen hoch. So, bis hier ordentlich gleiche. Als nächstes schüttet Frau Kloß einen Eimer Holzasche auf das Stroh und verteilt sie gut. Die Holzasche war beim täglichen Heizen im Ofen und im Herd zusammengekommen. Man benötigt das Stroh, damit die Asche beim Übergießen mit dem heißen Wasser möglichst gleichmäßig verteilt bleibt. Das Aschentuch dient dazu, die entstehende Lauge zu filtern. Wenn da sonst nichts drin ist. Ach, ja, wenn da Zigarettenstummel drin ist, geht ja. Die Asche sollte so sauber wie möglich sein und wird daher von den Frauen noch einmal auf Fremdkörper hin abgesucht. Erst dann gibt man das heiße Wasser vorsichtig und gleichmäßig darüber.
Beim Übergießen verbindet sich das heiße Wasser mit den löslichen Bestandteilen der Holzasche, die vor allem Kaliumcarbonat enthalten. Es entsteht eine stark alkalische Lauge, die die Schmutz- und Farbpartikel aus dem Leinentuch löst und ausschwemmt. Darüber hinaus wird der Stoff während des Bauchvorganges für das anschließende Bleichen präpariert. In ihrer reinigenden und aufhellenden Wirkung ist die Holzasche dem späteren Soda ähnlich. Mit dem Aufkommen chemischer Wasch- und Bleichmittel wurde die Wäsche in dicken Schichten ab den 30er Jahren zum Beispiel mit Seifenpulver oder Schmierseife gewaschen. Das unbearbeitete Leinen wurde jedoch nach wie vor auf die herkömmliche Art und Weise mit Holzasche gebaucht. Zwischendurch kontrolliert Frau Kloß immer wieder den Laugenstand in der Bütte. Was haben wir denn dann gemacht? Erst ist das der Bauchbiet. Der Rest gemacht wir mit Bucher Asche. Und wir haben die Asche gekriegt. Die haben wir gesammelt. Dann sind wir nachher an die Platzstelle gefahren, wo wir drinnen waren. Da haben wir dann Wasser geschöpft und nass gemacht. Da Tuch ist doch erst ausgelacht worden. Erst ausgelacht. Und mit Pätscher fest gemacht worden. Auch das haben wir gar nicht alles verziehen. Ja. Die Stoffbahnen sind jetzt ausreichend mit Lauge bedeckt. Bis sie erkaltet ist, können die Frauen anderen Arbeiten nachgehen oder eine kleine Pause einlegen. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt machen wir Kaffeepause. Oh, das ist schön. Nach etwa 4 bis 5 Stunden ist die Lauge in der Bütte kalt geworden und der Bauchvorgang wird wiederholt. So, Wasser kocht. Jetzt können wir schon Wasser ablösen, den Bauchbiet. Gut. Nach dem Abkühlen lässt man die Lauge in Zinkwannen ablaufen. Anschließend wird sie im Waschkessel erhitzt. Im Gegensatz zur Seifenlauge schäumt die bräunliche Aschenlauge beim Abfließen kaum auf. Die Frauen schöpfen die Flüssigkeit in die handlicheren Eimer ab und bringen sie in die Waschküche.
In dem großen Kessel wird die Lauge dann zum Kochen gebracht. Der Waschkessel hat ein Fassungsvermögen von ca. 100 Litern. Das entspricht in etwa dem Inhalt von 10 Eimern. Sobald die Lauge kocht, wird sie wieder in die Eimer abgefüllt und zurück in die Bauchbütte gegossen. Dieser immer gleich ablaufende Vorgang wird circa 4 bis 5 Mal wiederholt. Setzt man für jeden Durchlauf die Lauge neu an, ist die Bleichwirkung am stärksten. Man hat hier jedoch häufig darauf verzichtet, um nicht so viel Wasser zu verbrauchen. Nach dem letzten Aufguss bleiben die Tuchrollen und Garnstränge in der Bütte liegen, um die Lauge über Nacht noch einmal gründlich einwirken zu lassen. Am nächsten Morgen. Die kalte Aschenlauge wird aus der Bauchbütte in die Zinkwanne abgelassen. Der Vorgang des Bauchens ist damit abgeschlossen. Die Frauen nehmen das Aschentuch mit dem feuchten Stroh und den Aschenrückständen von der Bütte herunter. Zu dritt tragen sie dann das schwere Tuch zum Misthaufen auf der gegenüberliegenden Hofseite. Dort schütten sie es aus. Herr Müller und Herr Kloß holen die Tuchrollen, die durch die aufgesogene Lauge viel schwerer geworden sind, aus der Bütte heraus. Zum Abtropfen heben sie die nassen Rollen auf Holzbretter. Die Tuchbahnen und Garnstränge werden nun auf eine Schubkarre gelegt, mit der man sie anschließend zur Bleichwiese bringt.
Die Bleichwiese liegt hier direkt hinter der Scheune. Lag sie weiter vom Haus entfernt, benutzte man zum Transport der Leinenrollen anstelle der Schubkarre einen kleinen Leiterwagen. Die Eimer und Gießkannen, die die Frauen tragen, werden bei der Bleiche benötigt. Die Bleichwiesen lagen früher meist in der Nähe eines Baches. Von dort konnte das nötige Wasser zum Gießen herbeigeschafft werden. Hier gibt es jedoch keine geeignete Wiese in Bachnähe. Daher bringt man die Leinentücher auf die nahe beim Hof gelegene Wiese und schöpft das Gießwasser aus dem Hausbrunnen. Das Gras der Bleichwiese muss kurz gehalten werden, damit man die Wäschestücke glatt ausbreiten kann. Es darf jedoch nicht ganz frisch geschnitten sein, da der Stoff sonst Grasflecke bekommt. Nachdem die Frauen und Männer die Schubkarre abgeladen und Eimer und Kannen bereitgestellt haben, beginnen sie mit dem Abrollen der Stoffbahnen am oberen Ende der Bleichwiese. Beim Ausrollen auf dem Rasen sind die Bahnen noch in der Mitte zusammengefaltet. Mit Hilfe der Holzpflöcke werden sie später am Boden befestigt. Schwätzt du so viel, schafft er bis? Ja, mach mal, Mann! Gib mir auf die Wiese da! Die beiden Tuchbahnen in der Mitte nehmen fast die gesamte Länge der Bleichwiese ein. Die kürzeren Stücke werden an den Seiten ausgelegt. Der Abstand zwischen den einzelnen Bahnen muss groß genug sein, da sie später noch einmal auseinandergefaltet werden. Außerdem brauchen die Frauen beim Gießen der Bahnen genügend Platz. Aus dem Leinentuch wurden, je nach Feinheitsgrad, verschiedene Haushalts- und Bekleidungstextilien hergestellt. Das grobe Leinen, Hortsche genannt, wurde hauptsächlich für Viehdecken, Säcke oder Wagentücher verwendet. Aus dem mittelfeinen Leinen, dem sogenannten Wehrich, das zum Teil noch mit Baumwolle vermischt war, machte man Bettwäsche, Tischtücher, Handtücher und Arbeitskleidung. Das ganz fein gewebte Leinen war ebenfalls für Tischtücher, aber auch für Hemden und Fenstervorhänge geeignet. Weißes Leinen war darüber hinaus ein wichtiger Bestandteil der Aussteuer. Nachdem alle Tuchbahnen ausgerollt worden sind, legen die drei Frauen und Herr Kloß auch die Garnstränge auf der Bleiche aus. Eine aus Flachsgarn gehäkelte Gardine kommt noch hinzu. Zum Bleichen wird der einzelne Garnstrang auseinandergedreht, damit er locker gewickelt auf dem Rasen liegt. So können Wasser, Sonne und Luft besser einwirken. So, komm. Hallo, dabei.
Bevor man die Stoffbahnen am Boden befestigt, werden sie ganz aufgeschlagen. Die Leinenweberei war im 19. Jahrhundert, aber auch noch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein bedeutender Erwerbszweig der häuslichen Produktion im Hunsrück. Inzwischen haben die Frauen alle Tuchbahnen ganz aufgeschlagen und glatt gezogen. Die Männer befestigen nun die kleinen Holzpflöcke durch die Schlaufen an den Seitenkanten der Bahnen in der Erde. Durch das Festpflocken bleiben die langen Stoffbahnen immer unter einer leichten Spannung und können außerdem nicht vom Wind verweht werden. Nachdem alle Bahnen mit Pflöcken am Boden befestigt sind, beginnen die Frauen damit, die Tücher zu begießen. Durch das ständige Befeuchten der Leinentücher und durch die gleichzeitige Einwirkung des Sonnenlichtes entstehen Wasserstoffperoxid und Ozon, die Farbbestandteile des Gewebes durch Oxidation zerstören. Dadurch stellt sich allmählich die bleichende Wirkung ein. Die Tuchbahnen dürfen während des Bleichprozesses nie ganz trocken werden, weil sie sonst Flecken bekommen können. Die beiden Männer haben in der Zwischenzeit neues Wasser aus dem Hausbrunnen herbeigeschafft. So, und jetzt wird's besser. Und Leiste. Na ja, kann man was als warm, wenn man die Leiste fängt, dann gut nochmal auf. So ist es. Das steht ja auch mal hin. Das Wasser wird in Gießkannen umgefüllt, damit die Frauen gleichmäßiger sprühen können. So, sehr, man kann zweimal mit Ärm gehen. Das laufend benötigte Wasser schöpfen Herr Kloß und Herr Müller unterdessen wieder aus dem Brunnen im Hof. Im Jahre 1907 wurde in Dickenschied die Wasserleitung gebaut, die man von jetzt an im Haushalt benutzte. Es gab pro Haus zunächst jedoch nur einen Anschluss in der Küche. So wurde für Tätigkeiten außerhalb des Hauses nach wie vor das Wasser aus dem Brunnen geholt. Ja.
Wieder haben die Männer die Eimer mit Wasser gefüllt und machen sich erneut auf den Weg zur Bleichwiese. Auf der Wiese sind die Frauen inzwischen weiter vorangekommen, sodass die leeren Gießkannen wieder gefüllt werden müssen. So, hören wir noch mal hinfüllen. Machen wir die Gießkannen noch mal voll. Wasser in die Bilder. Da könnt ihr noch mal neue Kugel geben. Die Naturbleiche, mit Hilfe von Aschenlauge, Gießwasser, Sonne, Nebeldünsten und Tau, war damals überall im Rheinland bekannt. Später wurden diese natürlichen Wirkstoffe durch chemische Bleichmittel wie Chlor und Wasserstoff ersetzt. Das aufwendige Bleichverfahren ohne chemische Zusätze musste früher von Zeit zu Zeit wiederholt werden, da die Wäsche immer wieder nachkraute. Auch nach der Einführung der chemischen Weißmacher, die für die Wäsche verwendet wurden, brachte man das Leinen noch weiterhin auf die Bleichwiese. Nachdem die Tuchbahnen gründlich begossen worden sind, legen die Frauen und Männer eine Pause ein. Inzwischen lässt man den Stoff in der Sonne zum Bleichen trocknen. Das Abtrocknen der Tuchbahnen dauert normalerweise 1 bis 1,5 Stunden. An heißen Sommertagen mit viel Sonnenschein fällt die Pause jedoch nur kurz aus, da das Tuch dann schneller trocknet und direkt wieder nass gemacht werden muss. Um die trockenen Bahnen zu wenden, nimmt Herr Kloß die Holzpflöcke aus dem Boden. Die Tuchbahnen werden vor dem neuerlichen Besprengen Stück für Stück gewendet, damit Sonne, Wasser und Luft von beiden Seiten gleichmäßig einwirken können. Anschließend zieht man die Bahnen glatt und befestigt sie wieder mit den Holzpflöcken in der Erde. Je nach Wetterlage dauerte die Tuchbleiche früher bis zu 14 Tagen. Dabei wurden die Tuchbahnen und Garnstränge immer wieder begossen und mehrmals gewendet. Lag die Bleichwiese nicht unmittelbar in der Nähe des Hauses, stellte man nachts manchmal Wachen auf. Die Bezeichnung Bleich, an der Bleiche oder auf der Bleiche ist vielerorts noch als Flur- oder Straßenname erhalten. Inzwischen haben die Frauen und Männer alle Bahnen gewendet. Die gewendeten Tuchbahnen werden ebenso mit Wasser besprengt und der Sonne zum Bleichen ausgesetzt. Dies mussten die Frauen mehrmals wiederholen. Ist der Bleichvorgang schließlich abgeschlossen, rollt man die Tuchbahnen wieder zu Ballen auf und bringt sie ins Haus.
Dort werden sie entweder im Wäscheschrank verstaut oder, je nach Bedarf, weiterverarbeitet. Die Flachsgewinnung und Verarbeitung sowie die anschließende Leinenweberei waren ein wichtiger Bestandteil der bäuerlichen Arbeit in den Hunsrückorten. Mit der Garn- und Tuchbleiche endet schließlich dieser langwierige Prozess von der Aussaat des Flachses bis zum fertigen Produkt.